lösen Sie die Ungleichung 2 durch x minus 2 minus 1 größer 0. So, auch diese Ungleichung werden wir wieder mit der Methode von Knapp lösen. Als erstes schreiben wir wieder statt des Größerzeichens ein Ist-Gleichzeichen und rechnen diese Ungleichung mit Ist gleich 0. So, dann multiplizieren wir das als Gleichung durch und multiplizieren mit x minus 2 und wir erhalten 2 minus x minus 2 gleich 0 oder 2 minus x plus 2 gleich 0 oder x gleich 4. So, das wäre jetzt unsere Grenze. Jetzt untersuchen wir das Ganze auf Definitionslücken. 2 durch x minus 2 ist für x gleich 2 nicht definiert. So, und damit habe ich zwei Grenzen. Die erste Grenze ist die x gleich 2, Definitionslücke. Definitionslücke. Die zweite ist die x gleich 4, die ist vom Typ Nullstelle quasi. Und wir zeichnen uns unseren Zahlenstrahl hin. Unser Zahlenstrahl sieht dann wie folgt aus. Wir haben die x gleich 2, wir haben die x gleich 4 und jetzt brauchen wir, das sind jetzt Grenzen, so, das heißt, deswegen werden die so schön farbig. Und jetzt brauchen wir einen Wert links der 2, zum Beispiel die 0, einen Wert zwischen 2 und 4, zum Beispiel die 3, einen Wert rechts der 4, zum Beispiel die 6. Und wir nennen das hier wieder, f von x und betrachten eine Wertetabelle. In der Wertetabelle kommen diese Werte, die wir hier gewählt haben, vor. Also die 0, die 3 und die 6. Und wir berechnen das f von x, das ist die Ausgangsungleichung, also nicht das Ungeformte berechnen, sondern das, womit wir angefangen haben. Und da erhalten wir folgende Werte, bei der 0 ist es die minus 2, bei der 3 ist es die 1 und bei der 6 ist es die minus 1,5. So, und jetzt muss ich in Ja- und Nein-Bereiche bauen. Also wir schauen, es ist größer 0. Bei minus 2 haben wir eindeutig nicht größer 0, also Nein. Das heißt, dieser Bereich ist keine Lösung. Bei der 3 haben wir 1, das ist größer 0, also Ja. Dieser Bereich ist also Lösung. Und bei der 6 haben wir die minus 1,5, ist nicht größer 0, also Nein. Das heißt, dieser Bereich ist wieder keine Lösung. Und damit kann ich dann die Lösungsmenge anschreiben. Die Lösungsmenge ist alles, was hier noch grün ist, die Menge aller x-Elements R, für die gilt. Hier schreibe ich wieder im Geiste ein kleiner x kleiner dazwischen, also 2 kleiner x kleiner 4. Und das ist die Lösungsmenge der Ungleichung.